Hallo zusammen, ist wieder Arkne97 mit Let's Play hier. Ja, mir ist bei diesem Part leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Wie so oft, ich habe wieder keine Tonspur aufgenommen. Nur ein Part lang. Aber deswegen habe ich mir schnell jemanden geschnappt. Aber ich muss hier gleich was vorlesen. Schau sich einer diesen Bergsturz an. Unmöglich, dass Jona hieran vorbeigekommen ist. Vielleicht hat sie einen anderen Weg gefunden. Okay, als Gast habe ich hier den Keanu. Hallo. Ja, er rastet gleich mal völlig aus. Bah! Da! Okay. Mache ich. Ja. Ich bin jetzt nur spontan hier dabei, weil wir bei mir gerade Aufnahmen gemacht haben. Und Agner meinte, hey, mach doch mal. Hey! Ja, ich bin jetzt Florian Silbereisen, aber gut. Okay. Hey! So. Wunderschöne Sequenz. Ja, wir waren auf dem Weg zum ersten Tempel, da Jona ja verschollen war. Da wollten wir uns das Ganze mal angucken und sie wiederfinden, möglichst. Möglichst schnell auch. Damit unsere Tochter hier nicht irgendwie stiften geht und sonst was anstellt. Ja, aber ich denke mal, das wird nicht ganz so einfach werden. Ja, normal. Ist ja Standard bei Spielen von Square Enix, dass die da leicht Gegner einbauen oder Rätsel überfallen oder Kisten, die ich aufschlagen kann, um medizinische Kräuter zu erhalten. Wäre ein bisschen sehr, sehr merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Richtig. Ja, super Laufmodus. Super Laufen! Ich muss aber echt sagen, das Spiel ist. Also die Grafik ist genial gelungen, wie man hier auch gerade nochmal sehen kann. Mhm. Ja. Die Licht- und Schatteneffekte, die gefallen mir. Das ist allgemein richtig gut gemacht. Also es ist allgemein sehr schön animiert worden. Ja, super laufendes Mädchen. Super Ladebildschirm mit super laufendem Mädchen. Das sieht ein bisschen komisch aus, wie die da läuft. Ja, die läuft halt. Ja. Die läuft immer so anders. Immer anders, manchmal auch auf den Kopf, wa? Manchmal fliegt sie auf die Fresse. Ah, okay. Je nachdem, wie sie Bock hat, wa? Richtig. Manchmal steht sie auch nur da und winkt. Ah, das ist eben auch unsere Tochter. Die gerade mit schon verkörpern soll, was man gleich merkt. Ja, zuerst mal Umschau-Modus. Wer weiß, was wir hier entdecken. Zum Beispiel Kisten, in denen sich medizinische Kräuter befinden. Was ich später, glaube ich, in diesem oder im nächsten Part, keine Ahnung, merken werde, dass ich nur 10 medizinische Kräuter bei mir tragen kann. Deswegen werde ich die dann recht exzessiv nutzen, weil ich sie hier relativ gut finde. Aber nur 10, das ist doch ein bisschen wenig, oder? Es reicht. Also ein medizinisches Kraut stellt 33% des Lives wieder her. Okay. Und ich finde da so viele, das heißt, wenn ich eins nehme, dann meistens, weil vor mir ein anderes liegt. Okay. Also ich nehme die selten auf Bedarf, also ich habe meistens Dauer auf 10 voll. Ja, und hier haben wir eine Kleinigkeit gefunden. Die verschollene Schreinkarte. Jetzt haben wir unten endlich die Karte. Ich kann mich besser orientieren, wie ich besser da hochlaufen kann. Ja, geil, hochlaufen. Cool. Ha. Ja. Gibt's da zufällig auch noch Kompass oder so? Nein, man bekommt nur die Karte. Ah, schade. Und hier finden wir eine Supertür, die verschlossen ist. Dazu brauchen wir einen Schlüssel. Und den finden wir nicht in dieser Kiste, weil da ist eine Wundsalbe drin. Boah. Ja, super Wundsalbe. Aber bisher und Salbehaftung haben wir noch nicht wirklich groß was an Feinden entdeckt, außer medizinische Kräuter. Aber die sind nicht so die Feinde. Ja, und da finden wir wieder was. Was ist das? Ein Bronzeschlüssel. Und hier in somit kommen wir durch die Tür. Richtig, und in der Kiste war nichts drin. Und wir laufen zur Tür. Bronzeschlüssel verwendet. Ich kann es immer wieder sagen, ich hasse es, was noch zu kommentieren. Ich auch. Deswegen lade ich mir immer jemanden ein. Und hier sind Schatten, die wir leicht blutig verprügeln müssen. Leicht blutig? Ich sag mal so, das ist FSK 16. Also dafür, finde ich, haben sie schon ziemlich viel rausholen können. Aber da man ja, soweit ich weiß, in dem Spiel keine Menschen angreift, sondern eben hauptsächlich diese Schattenviecher oder Schafe tötet, wie man schon in einem früheren Part gesehen hat, wie ich Schafe getötet habe. Damit ich an ihr Fleisch und ihre Wolle komme. Na, ich persönlich habe bisher nur Part 1 gesehen. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich warte, bis du so 10 Parts hoch hast. Dann habe ich ein bisschen länger was davon. Da hast du was zu tun. Ich klopp mich hier jetzt einfach wild durch. Ich will jetzt durchkloppen, wild durch. Ja, ich will draufhauen. Ja. Und ihr merkt, ich bin nicht unbedingt der Fan von der Verteidigungshaltung. Deswegen benutze ich einfach recht häufig Ausweichen. Auch wenn ich es zu spät einsetze und dann trotzdem getroffen werde. Und, passiert. Und wir haben dickes Wörterbuch. Jetzt lernst du lesen. Yeah.
Konntest du das vorher nicht, oder was? Nee, ich weiß nicht, mit was das mit dem Wörterbuch auf sich hatte, habe ich mich noch nicht mit befasst. Ich habe es halt bekommen und dann mich weiter durchgekloppt, aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Und da ist nichts hier. Unsere Energie ist fast halt leer. Und wir sind einen Schockweg höher gekommen und da finden wir wieder Kisten. Medizinische Kräuter. Und hier merke ich gerade, ich kann die nicht mehr einsammeln. Ja, super drauf. Scheiße! Ja, super rumhauen. Yay. Yeah. Geht nicht. Dann mache ich aus der Syndikate auf und gehe ins Menü, um die Items mir anzugucken. Ja, medizinische Kräuter, da habe ich mal eins verwendet und erhalte dann das neue. Sieht das bei mir jetzt nur so aus oder ist der oben rum nackt oder so? Er hat oben am Oberkörper nicht wirklich viel an. Außer ein Schulterschutz und eine Schärpe, an denen entsprechend sein Schwert befestigt ist. Ich dachte schon, das sieht bei mir nur so aus. Nein, das ist auch so. Ja, hier sehen wir gerade zufällig einen Baum. Und wir machen eine Suicide-Aktion. Ja, super runterspringen. Und fallen voll auf den Arsch. Wieso hast du das gemacht? Weil ich gehofft habe, dass ich da vielleicht drüber springen könnte oder unten etwas ist, wo ich noch nicht war. Ah, okay. Einfach um zu gucken, was unten ist. Und es war einfach nur der Weg zurück. Ja, so ist er auf den Arsch gefallen. Richtig. Sprichwörtlich. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen super Rolle. Einfach wieder hoch. Ja, also alles kaputt hier, wie man sieht. Hm. So, dann bewegen wir uns durch diese Tür. Mal gucken, was wir dahinter finden. Ein verschlossener Raum. Und da kommen viele Gegner. Juhu. Und ich krieg gleich mal ordentlich auf die Fresse und blute wie Schwein. Also mit Blut haben sie echt nicht übertrieben. Also fließt ja kaum was. Kaum. Also wenn man also, so verprügelt mit dem Schwert, ja. Aber wenn man selbst einen Schlag abkriegt und dann blutet wie ein Schwein, sieht es halt seltsam aus. Aber gut, damit lässt sich leben. Hauptsache Blut. Die Gegner sind alle gelb. Ich glaube, die haben sich voll gepisst. Bei mir sieht's voll gelb aus. Ah, die haben Teile zwischen schwarz und gelb. No. Also. Na, wahrscheinlich ist das wegen der Bildschirmübertragung, dass ich jetzt. Siehst du die Köpfe nicht? Die Köpfe sind nämlich zum Beispiel schwarz. Ja, und hier finden wir ein medizinisches Kraut. Mal wieder! Ja, und deswegen benutzen wir noch eins. Ein super medizinischer Kraut, der super lecker sind. So. Ich guck mal gerade meine Waffe an. Und dann nehmen wir das medizinische Kraut auf. Hier, und wir haben ein medizinisches Kraut. Sehr schön. Und wir verlassen einfach wieder den Raum und gehen auf die andere Seite rüber, die sich natürlich dann auch als entsprechend richtig erweist. Weil die andere Seite ja falsch ist und sonst kein Weg weiterführt. Drum gehen wir einfach durch einen super leeren Raum und öffnen die Tür. Yay. Yeah. Und da ist eine Kiste. Super Kiste. Also ich bin in dem Spiel echt kistengeil. Überall Kisten sind. Kisten. Ja. Muss man ja sein. Sehr schön. Mal gucken, habe ich die Kiste da links bemerkt? Sieht nicht so aus. Ja, erstmal kommen ja Gegner. Also erstmal gucken. Das interessiert mich jetzt selbst, weil es ist ein bisschen... Ja? Doch, ja, hast du, glaube ich. Ja, ich habe es ja gerade aus der Szene aufgehauen. Auf jeden Fall ist da ein mini kleiner medizinisches Kraut. Mal gucken, ob ich es entdeckt habe. Ja. Ja, und was glaubst du? Hast du es entdeckt oder nicht? Ich bezweifle es auch. Alle tot. So. Ja, ich habe es nicht entdeckt. Aber es ist, glaube ich, anscheinend auch schon weg, wenn du genau guckst. Yep, ist weg. Okay. Dann bleiben die Items wohl nicht lange da. Dann verschwinden die wohl nach einer Zeit. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ich sollte mehr in die Ecken gucken. Das ist auch gut zu wissen. Ja, und hier finden wir wieder eine Kleinigkeit auf dem Boden. Den Einhänder Nirvana-Dolch erhalten. Waffe wechseln, drücke bla. Bla. So, machen das aber direkt übers Menü. Und um den Dolch mal anzugucken. Von Schwert bekommen wir jetzt einen super dicken Dolch. Mit super Übergewicht. Er ist auf jeden Fall schwerer als das Schwert. Ja, hat aber 6 mehr Angriffspunkte. Richtig, deswegen benutzen wir ihn. Dass man Gewicht hat, im Grunde nur zu bedeuten, dass die Waffe entsprechend etwas langsamer zu führen ist. Also umso schwerer, desto langsamer kann man die Waffe nur führen. Ja, ist ja logisch. Weil es eben mehr Kraftaufwand bedeutet und mehr Gegner töten. Und mehr Blut. Und mehr Schaden und mehr Gemetzel. Den hauen wir einfach aus. Super Metzelmodus. Super, alles kaputt. Super gegen die Wand kloppen. Ja,
Ich glaube, du kannst jetzt auch kurz mal die Zeit nutzen, um dich mal ordentlich vorzustellen, wer du bist, was du machst und so weiter. Ja, dann mache ich das doch mal. Ich bin TheKeanu88 oder kurz Keanu, ein recht neuer Let's Player, der momentan bei 99 Abonnenten steht. Wow, verdammt, ich will den letzten Abonnenten. Bitte. Naja, und ja, der Arknight ist momentan bei Star Fox Assault bei mir zu Gast. Was ist? Und seit wann kennen wir uns? Ich glaube seit Februar, März, oder? Bisschen länger. Ja, irgendwie so seit März irgendwie in den Dreh. Auf jeden Fall seit meinen Anfängen. Da habe ich ihn einfach mal angeschrieben. Hey, Arschloch, machen wir mal Projekt, ne? Oder irgendwie so. Ja. Nein, Quatsch, so natürlich nicht. Wortwörtlich hat er mich so angeschrieben. Da habe ich geschrieben, hey, Arschloch, kommst du vorbei, hau ich dich auf den Maul. Naja, und ja, so ist es jetzt auch zu gemeinsamen Projekten gekommen. Ich bin jetzt auch hier zu Gast und naja. Genau. Ich glaube, mehr zu sagen gibt es, glaube ich, nicht, oder? Nee. Genau, reicht eigentlich. Ja, was ich eigentlich dabei erwähnt haben wollte, dass ich hier nicht runterfahren kann. Und mal als allgemeine Info, bei mir wird es so sonst weiter keine Gäste geben. Also ist jetzt mal ein Ausnahmefall. Weil eben Aufnahmeflöten gegangen, Keanu gerade griffbereit dastand und ich mir dachte, komm, soll er mal bei mir kurz auftreten, da wir eben mal was zusammen auf meinen Kanal machen wollten. Dann nutzen wir einfach diesen kurzen Moment sozusagen aus, diese 13 Minuten. Und, ja, ansonsten will ich das Spiel eben wirklich alleine machen, weil es wieder mehr eine Sache mit Gefühl ist, Richtung Fragile Dreams und ähnliches, mit der Tochter, die krank ist und allem drum und dran. Deswegen werdet ihr mich da in Zukunft auch wieder nur alleine hören, außer ich muss wieder irgendwie großartig was nachkommentieren. Und da hier jetzt irgendwie nicht was Gefühlsmäßiges dabei ist, habe ich ihn jetzt mal mitgenommen. Mit medizinischen Kräutern. Frei nach Motto, der Sack kann doch keine Gefühle zeigen, oder? Nein, ich finde nur bei Stellen, in denen es um ein Gefühl geht, dass eine zweite Person einfach fehl am Platze ist. Das muss man versuchen, alleine rüberzubringen und selbst, das sollte auch ein NPR auszeichnen, wenn er alleine auch sowas gut auf die Reihe kriegt. Wobei ich nicht gut alleine nachkommentieren kann, was man bei Brutal Legend schon mal sehr stark gemerkt hat. Aber gut. Ich denke, solche Szenen müssen einfach alleine rübergebracht werden, damit die Stimmung auch erhalten bleibt und nicht der andere mit irgendeinem Spruch kommt. Von wegen, und dann hast du ein Problem, weil du übelst Gefühl reinbrichst und andere lacht gerade. Ja, ich mache Fragile Dreams ja auch. Ich stelle das aber erst hoch, wenn es komplett aufgenommen ist. Das mache ich allerdings mit einem sehr guten Kollegen von mir zusammen. Und der weiß genau, da ist ein bisschen mehr Gefühl, da sollte ich schon etwas ruhiger sein. Ja, wir spacken höchstens ab, wenn es einfach, wenn da einfach nichts los ist. Wenn Gegner kommen oder ich einfach zu unfähig bin, irgendwo herzulaufen. Ja. Also ist natürlich persönlich Geschmackssache. Ich habe das ganze LP ruhig gehalten. Das muss jeder entscheiden, wie er möchte. Also da möchte ich dir auch nicht reinreden. Und es ist halt meine Art eigentlich, Gefühlssachen alleine rüberzubringen. Da hat halt jeder seine eigenen Methoden für. Aber gut, ich würde sagen, wir kloppen uns jetzt noch durch diese Gegner durch, bevor der Part beendet wird. Und steigen auf Level 4 auf und bekommen Verteidigungskopfen. Boah, und ich wurde nicht getroffen. Ja gut, ich wurde schon getroffen, aber nach Level Up wurden wir geheilt. Deswegen, möchtest du innerhalb von 8 Sekunden dich noch verabschieden? Bye bye. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Nier. Ich bin Arknight97, das war Keanu. Und ciao. Ciao.